Willkommen beim zweiten Singleplayer-Projekt in meinem Kanal Mr. Veschi LP. Hier ist Fabi und wir sehen jetzt hier den Landwirtschaftssimulator 2013, wie gesagt, nochmal. Und wir befinden uns jetzt hier auf der Landwehrkanal Extended. Wir haben auch schon einen ordentlichen Fuhrpark. Den zeige ich euch aber vielleicht später. Ich möchte mit euch erstmal eine kleine Rundfahrt über die Map machen. Denn ich kann jetzt mal nicht davon ausgehen, dass jeder von euch diese Map kennt. Und deswegen würde ich sagen, wir gucken sie uns mal ein bisschen an. Also wir stehen jetzt hier auf unserem Hof. Sagen wir mal auf einem unserer Höfe, denn es gibt ein paar auf dieser Map. Hier schön mit der Widmung des Hauses über der Tür und auch hier der Rechen, der hier noch rumsteht. Und hier steht schon mal ein Audi Q7. Da steigen wir, würde ich sagen, einfach mal ein und nutzen den ein bisschen für die Erkundung der Map. Denn die ist wirklich riesig. Also wir sehen jetzt hier gleich, wenn wir aus unserem Hof rausfahren, wo es hier überall hingeht. Zur Verladung, Bahnhof, Bäckerei, BGA. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier mal in Richtung des Dorfes. Und gucken uns mal hier das Dorf an. Ups, ich fahre gleich die Leitpfosten weg. Das ist nämlich auch sehr hübsch gemacht, finde ich. Hier die Windräder im Hintergrund, die da laufen. Schönes kleines Dorf. Hier ist der Landhandel, wo wir unsere Maschinen kaufen. Dann gibt es hier so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Nachbarbauern, würde ich schon beinahe sagen. So ein Nachbarhof. Da können wir, glaube ich, Stroh oder sowas abladen oder Heu. Heu, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich kenne die Map noch nicht ganz so gut. Ich habe die auch noch privat noch nicht weiter gespielt. Hier sehen wir die Aral-Tankstelle im Dorf. Hier müssen wir auch tanken, denn es gibt hier auf der Map nicht die, die Standard-Trigger von Landwirtschaftssimulator. Das heißt, wir müssen uns den Sprit kaufen, ihn zu unserem Hof bringen mit einem Anhänger und dann können wir erst die Hoftanks benutzen. Und ja, genauso ist es mit Saatgut und Dünger. Also das müssen wir uns alles selber holen. Aber wir können hier wenigstens unsere Fahrzeuge auftanken an der Tankstelle. Dann haben wir hier die Brauerei. Sehen wir direkt. Da können wir mal reinfahren. Die hat nämlich so einen hübschen Hof. Mal gucken, ob ich hier jetzt rumkomme. Wahrscheinlich nicht. Nee. Da hat er komische Kollisionen. Der Q7. So. Ups, und das war schon wieder ein bisschen zu viel Gas. So, hier schön enges Tor. Also es wird auch schwierig, mit riesen Maschinen hier zu arbeiten. Hier ist die Abladestelle. Also das ist richtig hübsch gemacht hier, der Hof. Der Brauerei. Da hinten steht ein Gabelstapler. Also die Details hier auf der Map, die sind richtig gut. Und wir haben noch bei Weiben nicht alles gesehen. Das ist jetzt bislang nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, den wir hier sehen. Hier sind die Fußgänger unterwegs. Da ist eine Baustelle, die ich noch nie gefunden habe. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau hier ist die Metzgerei, wo wir unsere Schweine verkaufen können, dann später mal, wenn wir welche haben. Ich habe ja angekündigt, in diesem Projekt möchte ich mehr mit Viehzucht arbeiten. Denn Ackerwirtschaft haben wir ja viel in Obertalbach gesehen. Da möchte ich jetzt mal ein bisschen was anderes machen. Jetzt sehen wir hier was Neues. Hier ist das, Entschuldigung, das Sägewerk. Denn diese Map ist Forstmod-kompatibel. Das Sägewerk ist gleich hier mit eingebaut. Und es gibt auch gleich einen Wald, den man abholzen kann. Das heißt, man muss nicht die Setzlinge erst setzen und warten, bis die wachsen. Sondern es gibt auf der Map gleich fertige Bäume, wo man gleich mit dem Holzfällen anfangen kann.
Weil wir fahren jetzt hier erstmal weiter. Das ist ja auch so der, ich würde mal sagen, bekannte Teil der Map. Denn die Landwehrkanal, die gibt es ja schon etwas länger. Aber das ist ja jetzt hier die Landwehrkanal Extended mit Forst Mod. Und da gab es dann doch ein paar kleinere Änderungen. Hier an dem Gebiet jetzt nicht so sehr. Hier sehen wir dann viel Felder. Und einen weiteren Hof hier. Da fahren wir mal kurz hin, würde ich sagen. Überall ist die Werbung von der Brauerei. Ich fahre auf der Gegenspur rum. Wir fahren mal hier zu dem Hof. Das ist so ein Lohnhof, ein größerer. Wobei man sagen muss, größer ist auch schon wieder schwierig. Ihr seht hier das schmale Tor. Das heißt, wenn man hier mit Mähdreschern rein will, wird es ohne Schneidewerkswagen schwierig. Hier sind dann auch die bekannten Silos aus dem LS13, wo man entnehmen kann. Hier sind Hochsilos für Kunstdünger und Saatgut. Ich versuche mal hier wieder rumzukommen. Ja, geht. So, die ganze Map benutzt Tortrigger, das heißt den Map-Tortrigger. Man kann hier die Tore der meisten Hallen einfach aufmachen. Und man kann gegen die Wand fahren, das seht ihr auch. Also Kollisionen sind da. Machen das Tor mal wieder zu, dann fahren wir hier vorne wieder raus. Das ist etwas breiter, das Tor. Okay, so machen wir mal auf, fahren durch, machen es wieder zu. Die Hallen daneben an ist identisch. Was haben wir hier noch so für schöne Dinge, die wir uns jetzt hier angucken können? Ja, die Schweinezucht, die mal hier war, die ist verschwunden. Die hat er jetzt umgebaut. Die befindet sich jetzt an unserem Hof, wo wir gestartet sind. Der ist ja, also die Höfe haben alle ihren Schwerpunkt, sagen wir mal so. Der Hof, wo wir jetzt hier gerade waren, der ist ausgelegt auf so Ackerwirtschaft. Der Hof, an dem wir gestartet sind, der ist ausgelegt auf, ja, Schweinezucht und Rinderzucht, glaube ich. Wie gesagt, ich kenne die Map noch nicht ganz so gut. Und dann gibt es noch einen Berghof, der ist auf Kuhzucht ausgelegt. Da fahren wir aber noch hin in diesem Teil. Ich möchte euch ja, wie gesagt, jetzt erstmal in Ruhe hier die Map zeigen, bevor wir hier dann anfangen, wirklich ernsthaft zu arbeiten. Hier mit schönem Kreuz am Wegrand. Also von den Details her ist das eine echt gut gemachte Map. Kann sich echt nicht beschweren drüber. Die ist echt super detailreich. Deswegen ist auch meine Entscheidung dann auf diese Map gefallen, die hier fürs weitere Let's Play bis zum LS 2015 zu nehmen. Denn sie ist einfach hübsch gemacht. Man kann sie gut bespielen. Ich werde sie aber Singleplayer bespielen. Vielleicht mit Hilfe von Curseplay. Muss ich mal sehen. Jetzt sehen wir hier die BGA. Auch wieder mit Eingangstor. Fahren wir mal hier rein, gucken uns mal an, was wir hier sehen können. Also es gibt vier Fahrsilos hier an der BGA. Es gibt, das hier ist auch aus dem Forst Mod, was wir hier rechts sehen. Das müsste nämlich ein Hackschnitzellager sein. Und so erstmal hier rumkommen. Das, was wir dann hier links sehen, diese Kiste, das aussieht wie eine Kiste, das ist dann der Einfüll, ja, der Ein die Einfuhr Einzugsschnecke, so nennt sich das Ding, wo man die Hackschnitzel dann reinkippt mit dem Radlader und wo sie dann ins Heizkraftwerk eingezogen werden. Ja, die BGA ist eigentlich sonst noch wie gehabt, wie in der Vorversion. Hier hinten ist dann das Güllebecken, wo wir die Gülle der BGA entnehmen können. So, wir fahren mal jetzt weiter. Mal kurz überlegen. Kurz überlegen. Ich fahre wieder. Ich lasse das Tor diesmal offen. Wir fahren nochmal hier zurück.
biegen mal hier jetzt dann rechts ab dafür. Dann seht ihr, wir kommen jetzt schon langsam in den bergigeren Bereich der Map. Das war ja bisher alles mehr Flachland. Ich würde aber gerne jetzt hier nochmal rechts fahren. Und hier auch die Wälder sind auch ganz gut gemacht. Aber das hier sind, glaube ich, noch keine Forstmod-Wälder. Wir können ja mal nachgucken, ob dem so ist. Das lässt sich immer relativ leicht rausfinden. Wenn die Bäume nämlich eine Markierung haben, dann sind es Forstmod-taugliche Bäume. Aber das sieht in dem Fall hier nicht so aus. Nee, die sind nicht Forstmod-tauglich hier. Wir fahren mal weiter mit unserem Audi. Dann kommen wir nämlich zu einer Verkaufsstelle. Hier überall liegt das Holz schon rum. Also man sieht, hier ist Forst Action pur. Aber für uns leider nicht in diesem Wald. Dann haben wir hier eine Verkaufsstelle. Hier steht auch der Milchlaster. Das heißt, die Milch wird auf dieser Map abgeholt. Man muss sie nicht unbedingt selber liefern. Hier gibt es dann auch den Verkauf von Saatgut und Kunstdünger. Und hier ist der Verkauf für Kalk. Den gibt es auch auf der Map. Außerdem gibt es als Zwischenfrüchte noch Luzerne und Klee. Da hinten fährt der Zug. Der alte Schienenbus. Beziehungsweise hier gibt es auch die Standarddünger vom LS. Standarddünger, ja. Standardtricker. Vom Landwirtschaftssimulator, wo man auch hinfahren kann und seine Sämaschine auffüllen, wenn man will. Wir fahren wieder weiter, damit wir hier mal ein bisschen durchkommen. Die Folge ist nämlich schon wieder ziemlich lang. Und eigentlich wollte ich euch ja die Map mal komplett zeigen, dass ihr mal seht, wo wir jetzt hier unterwegs sind. Deswegen hier vorne ist dann noch die Bäckerei und die Mühle. Da können wir auch abladen. Oder? Moment. Andere Idee. Kurz umplanen. Wir fahren mal hier weiter. Und hier wäre die Abzweigung gewesen. Zum Glück ist es ein SUV. Hier schöne Wiese mit Zaun drumherum, der auch Kollision hat. Das heißt, man sollte aufpassen. Da fährt wieder der Schienenbus. Da ist der Bahnhof. Hier ist eigentlich noch eine Verladestelle. Für Zuckerrüben und Kartoffeln. Wenn man damit arbeiten will, kann man hier loswerden. Beziehungsweise hier sind auch die Lager dafür, um es einzulagern. Die sind also nicht an den Höfen, wie man es sonst so kennt. Sondern das ist direkt hier an der Verladestelle. Das Lagersilo. Wir fahren jetzt mal hier rechts über den Feldweg und den Bahnübergang. Mal gucken, ob was kommt. Denn die Züge haben nämlich auch Kollision. Das heißt, die würden uns von der Schiene rammen. Und jetzt fahren wir hier wirklich ins bergige Gebiet. Hier Naturschutzgebiet. Na super, wir fahren einfach mal durch. Hier auch wieder ein schöner Wald. Der leider, ich glaube, der Teil ist noch nicht Forstmod-tauglich. Aber, Moment, wir können ja mal nachgucken, weil hier ist dann der Forstmod-taugliche Teil des Waldes in der Nähe. Das hier müssten eigentlich Forstmod-Bäume sein. Zumindest die hier. Oder auch nicht, wo bin ich gerade? Doch. Also dieses Waldstück müsste Forstmod-kompatibel sein, weil ich das nämlich schon mal ausprobiert habe, privat. Weil ich habe ja, wie gesagt, die ganzen Maps. Hä?
Wo ist jetzt unser... Da. Jetzt habt ihr schon mal kurz gesehen, was ich so für Fahrzeuge schon mal gekauft habe. Aber die werde ich euch dann in der nächsten Folge zeigen. Die könnte jetzt noch mal etwas länger werden. Wieso sind diese Bäume nicht gekennzeichnet? Dann kann es sein, dass der untere Teil nämlich doch fast modkompatibel war. Eben nicht hier. Hier sehen wir es. Dieser Baum ist gekennzeichnet und kann also gefällt werden. Genauso wie die hier eigentlich alle. Wir sehen es da oben. Die haben alle hier die Markierung. Das heißt, da können wir uns austoben, wenn wir uns hier mal so umgucken. Wie viel da stehen. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo mein Audi steht. Da vorne. Doch, die haben ja alle die Markierung. Bis auf die hier mit dieser komischen Textur, durch die man auch durchlaufen kann. Ich glaube nicht, durch so einen Fast-Mod-Baum kann man nicht durchlaufen. Test. Ja, der hat Kollision. Also wir fahren jetzt trotzdem nochmal zurück. Jetzt haben wir hier das eine Waldstück gesehen, wo wir uns dann Fast-Mod-mäßig austoben können. Ich habe jetzt noch nicht die kompletten Maschinen für einen Fast-Mod gekauft, also uns fehlt noch der Häcksler. Aber sonst können wir schon mal ein bisschen mit dem Holz rumspielen. Da habe ich die ganzen Geräte dafür schon. Jetzt kommen wir hier zu dem Berghof, wo es eben die Kühe gibt. Und ihr seht auch, da sind schon ordentlich welche da hinten auf der Weide. Hier ist noch das Tor offen. Habe ich das beim letzten Mal gar nicht zugemacht? Hier ist dann die Lagerstelle bei diesem Hof. Und wie ihr seht, es kann entweder mit Schaufel wieder entnommen werden. Oder neu bei dieser Version ist eben, dass man es auch hier über den Trigger hier über das Rohr entnehmen kann, die Früchte. So, jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Ihr seht hier, jetzt stehen schon die ganzen Maschinen für Grünland rum. Wir müssen ja unsere Kühe auch irgendwie füttern. Ist hier ein total netter kleiner Hof. Den werde ich also auch bespielen, wie ihr seht, nachdem hier Fahrzeuge stehen. Ich würde sagen, ich fahre jetzt mal nicht weiter in die Berge hier rein. Ihr seht es, also da geht es dann schön in so eine bergige Landschaft. Sondern wir werden eigentlich jetzt doch da wieder zurückfahren durch den Wald. Denn da hinten gibt es halt noch einen ziemlich großen Teil, den wir jetzt noch nicht gesehen haben. Aber man braucht halt, wie gesagt, auch einige Mods zusätzlich zu der Map, um sie bespielen zu können. Also wie gesagt, diesen Door-Trigger. Dann braucht man den PDA-Fix-Mod. Welche waren es jetzt noch? Es waren ein paar. Diesen Trigger-Mod brauchte man für die Map. Man braucht einen Anhänger, der Dünger, Kalk und... Dünger, Kalk und Saatgut laden kann. Eben. Da man sich es hier selber holen muss. Den Kraftstoff kann man mit dem Standard Tankfass holen, das im LS dabei ist. Das geht. Ja. Wie gesagt, es ist nicht einfach jetzt nur die Map runterladen und drauf spielen, sondern man braucht halt auch die entsprechenden Mods, damit alles funktioniert. Und ich hoffe, dass ich die jetzt alle bei mir drauf habe. Wo ging es jetzt hier hin? Da war ich bislang nur einmal an diesem Teil der Map. Deswegen treten wir mal drauf, damit wir es ein bisschen schneller sehen. Ach ja, hier gibt es noch Hopfen. Aber den kann man leider nicht ernten. Finde ich schade, wäre mal noch cool gewesen. Ich weiß nicht, ob es da inzwischen sogar einen Mod dafür gibt, dass man Hopfen ernten kann. Wäre aber cool.
hier ist dann erstmal die Map mehr oder weniger zu Ende. Das hier ist, glaube ich, noch so ein Rübenfeld oder Kartoffelfeld. Keine Ahnung. Wir drehen auf jeden Fall, da hier die Map zu Ende ist. Und fahren wieder zurück. Ihr seht auch, wie hoch wir jetzt hier sind. Da geht es jetzt gleich über eine schöne Serpentinenstraße wieder nach unten. Also ich finde die wirklich gut gemacht hier von den Details her. Halt auch hier dran zu denken, hier so eine Hopfenplantage hinzumachen. Finde ich echt gute Idee. Gefällt mir. So, hier geht es in ein Gefälle rein. Eine Serpentine. Zu sehr gelenkt. Gegenverkehr ausweichen wollen und dann in der Leitplanke hängen geblieben. Könnte auch interessant werden, hier mit einem längeren Zug runterzufahren, wenn man da mal einen Anhänger dran hat. Am Traktor. Hier ist wieder der Bahnübergang, da kommt gerade ein Zug. Da müssen wir mal kurz warten. Der kommt da wieder. So, hier vorne rechts, das ist dann unser anderer Hof, wie gesagt, wo wir gestartet sind. Ich würde sagen, da werde ich die Folge beenden, aber vorher gucken wir uns noch das andere an. Also die wird, wie gesagt, nochmal etwas länger hier. Na, was ist jetzt mit der Schranke hier? Was ist denn jetzt hier? Ich will weiter. Kommt doch nichts mehr. Oh, die Schranke, die erinnert mich irgendwie an die bei mir im Ort. Da ist nämlich auch, da ist der Zug schon 2 Minuten durch, dann geht irgendwann mal die Schranke auf. Aber das sind wirklich meistens so 2 bis 3 Minuten. Da denkt man, da kommt jetzt vielleicht noch einer, aber nein, dann geht plötzlich die Schranke auf. So, jetzt nähern wir uns hier praktisch, das ist der neue Teil der Map, den es in der alten nicht gab. Das ist hier alles eher so flach und platt. Aber eigentlich nicht so schlecht zu bewirtschaften. Hier ist ein Campingplatz oder ein Parkplatz am Meer. Ich wollte jetzt nochmal am Hafen vorbeifahren, den es jetzt eben neu gibt auf dieser Map. Ich drehe mal ein bisschen drauf. Wie gesagt, diesen Q7 habe ich ein bisschen selbst verändert, damit er schneller fährt. Wenn man sich diesen Mod sieht, fährt er halt gerade 60. Aber das war ein bisschen blöd, fand ich. Da es ja im Landwirtschaftssimulator jetzt auch schon Traktoren gibt, so der Großdeutz und die meisten großen Fans fahren ja schon 60. Und dann brauche ich keinen PKW, der auch nur 60 fährt. Halt, was stand denn hier drauf? Hafenrundfahrt. Große Fahrt 1 Stunde 18 Euro, kleine Fahrt halbe Stunde 10 Euro. Ich sag ja, das sind diese ganzen Details hier auf der Map, die sie irgendwie so interessant und hübsch machen. Hier der Räucherfischstand, da stehen die Toy Toys rum. Hier im Hafen liegen ein paar alte Fischkutter. Dann können wir hier irgendwo runterfahren zum Entladen. Ich glaube, hier geht's rein. Durchfahrhöhe 4,80 Meter. Genau, hier ist der Fleischerei-Großhandel nämlich im Hafen. Da können wir also dann hier hinten hinfahren. Hier, in diesem offenen Tor. Da können wir unsere Schweine verkaufen dann. Auch, wenn wir sie nicht beim Metzger im Dorf verkaufen wollen. Dann hier der große Containerkran. Fährt auch hin und her. Ist auch richtig gut gemacht. Der ist nicht statisch, der bewegt sich ganz langsam. So, dann fahren wir hier nochmal raus. Hier gab es nicht noch irgendwas am Hafen. Mal kurz gucken. Mal wieder drauf hier. Hier ist ein Parkplatz. Okay.
Der Schrankentrigger geht ein bisschen zu weit raus. Deswegen öffnet er für jedes Fahrzeug aus dem Verkehr auch die Schranke. Müssen wir mal gucken. Genau hier können wir noch verkaufen. Hier ist noch ein Verkaufstrigger. Eben der für den Hafen. Und dann fahren wir mal hier hinten raus. Hier sind nämlich die großen Spritfässer. Da können wir dann eben mit unserem Anhänger hinfahren, den mit Sprit auffüllen und dann wieder die Tanks bei unserem Hof auffüllen. Also es geht nicht bei der Tankstelle, das kann ich euch schon sagen. Also man kann nicht mit dem Tankfass zur Tankstelle fahren und dort Sprit holen. Das geht nicht, das geht nur hier. So, jetzt gucken wir nochmal, dass wir jetzt noch zu unserem Hof zurückkommen. Ich latsche mal wieder durch hier das Gas. Hier müssten wir jetzt eigentlich wieder zu unserem Hof kommen, wo wir eben vor einer halben Stunde fast gestartet sind. Hier auch mit den Plakaten an der Straße entlang, das ist auch eine gute Idee, dass die nicht so leer aussieht. Und hier ist halt auch alles ausgeschildert. Hier ist eine große Staumauer, wo hier ein See angestaut wurde, der hier dann langsam abfließt. Und hier ist unsere Schafweide. Da sind auch ordentlich Schafe unterwegs. Die habe ich auch schon gekauft. Also wie gesagt, ich habe diese 5,3 Millionen oder was wir da in Obertalbach hatten, habe ich hier in den Spielstand reingepackt und habe davon eben schon Fahrzeuge und Felder gekauft. Und das sehen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Da gucken wir uns dann diesen Hof an, weil das ist eigentlich der, wo wir hauptsächlich unterwegs sein werden, würde ich sagen. Ich parke unseren Q7 wieder ordentlich ein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir uns mal unsere Fahrzeuge noch ein bisschen angucken, was ich jetzt schon alles gekauft habe. Und vielleicht auch schon mal ein bisschen Holz fällen, würde ich sagen. Also, ich parke noch hier in dieser engen Gasse vor der Haustür direkt, wie sich's gehört. Wir machen unseren Motor aus und ich möchte mich von euch verabschieden. Ich hoffe, euch gefällt jetzt die neue Map, die ich gewählt habe und ihr bleibt weiter treu dabei beim Landwirtschaftssimulator 2013. Und ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Fabi.